Zombie Apocalypse. Ich bin Praktikant? Oh. Ja, gut. Alles klar. Dann muss ich anscheinend wohl noch ein paar Einsätze fahren. In diesem Sinne begrüße ich euch erstmal, liebe Freunde, zu einer brandneuen Folge von Let's Play Roblox auf Bodensee-RP. Hä? Oh, hier geht gerade ein Rauchmelder. Das interessiert mich eigentlich noch gar nicht. Ich bin eigentlich offiziell noch gar nicht im Dienst. Ich musste erstmal ganz kurz gucken, warum da Praktikant steht. Ne? Also, die Entwickler sind clever, die haben sich etwas Schönes einfallen lassen. Nämlich muss man ein paar Einsätze fahren, beziehungsweise länger in der Feuerwehr aktiv sein, damit man in den Rängen steigt. Also es gibt verschiedene Ränge. Richtig fett, oder? Sowas von geil. Ja, und je nachdem steht das halt dann über einem, über dem Kopf. Da steht es dann ganz fett geschrieben. Über das andere, was da schon steht bei mir in meinem Fall. Also da steht Server Booster, jetzt steht auch noch Praktikant. Also irgendwann wird das ein bisschen viel, habe ich das Gefühl. Außerdem steht es auch hier oben links. Vielleicht ist das gerade alles in Bearbeitung. Also ich bin der Meinung, also über dem Kopf könnte das theoretisch eigentlich auch weg sein. Vielleicht geht es nicht anders, keine Ahnung. Also ich finde das schon so ein bisschen als störend, muss ich mal sagen. Also da ist man wirklich gezwungen, so spielen zu müssen hier, ne? Aber gut, das muss ja alles logisch sein, das muss ja auch alles seinen Grund haben. Also mir, von mir aus, das ist eigentlich total egal. So, Chat lasse ich aber trotzdem mal an. Da müssen wir immer mal gucken, was abgeht. Ja, heute wieder in der Feuerwehr, würde ich sagen. Wir werden gleich mal ein paar Einsätze fahren, wenn wir was reinbekommen. Anscheinend ist das wirklich ein Heimrauchmelder. Beziehungsweise, ja, ein Rauchmelder halt, der gerade losgegangen ist. Die ganze Zeit kreist auch ein Helikopter hin und her über Überlingen. Warum auch immer, was gerade abgeht hier, keine Ahnung. Weiß ich gerade gar nicht, ne? Ich bin gerade gejoint und ich dachte mir so, ich gucke jetzt erstmal. Ich spawn jetzt erstmal ein schönes Auto. ELW1 neu! Boah! Ja, fett! Zeig mal! Aha! Köstlich, nicht schlecht. Das ist ein T5, ne? T6, T5. Neuer ELW. Feuerwehr Überling. Freiwillige Feuerwehr Überling. Oh, nice. Nice. Oh ja. Sehr schön. Schön Auto, das ist. Cool. Funktion haben wir natürlich auch wieder ordentlich. Wie hört sich das Hörnchen an? Jo. Akzeptabel, würde ich mal sagen, ne? Ja, nice. Das ist immer das Coole, wenn man schon länger jetzt nicht mal Roblox gespielt hat, beziehungsweise ein Video gemacht hat, kommen immer neue Sachen und die kann man sich dann im Video direkt in einem neuen Video angucken. Ich habe es vorher auch noch nicht gesehen, dieses schöne neue Auto. Von daher passt es gerade, ne? Ich mache ein Video, ich habe das Auto vorher noch nicht gesehen. Ups. Und schon hänge ich im Graben. Ja, das ist natürlich, das ist genau der Paul, den ich kenne. Der, konzentriert sich so auf das Auto und fährt dann einfach mal irgendwo in den Graben, wo er nicht mehr selbstständig rauskommt. Ab dafür! Ich weiß auch nicht, wie ich das immer hinbekomme. Also du Leute, fragt mich nicht. Also das ist manchmal steckt hier wirklich irgendwie der Wurm drin, habe ich das Gefühl. Ja, manchmal verkantet man sich einfach so richtig scharfkantig hier irgendwo neben der Straße. Ich krieg das Auto gerade nicht raus. Hilfe. Krieg's nicht weggeschoben. Ich muss mal ganz kurz hier mal so ein bisschen mit Hauruck und so ein bisschen, ja, mit Schieben klappt das eigentlich meistens. Jetzt müssten wir eigentlich rauskommen, oder? Da ist so eine kleine Kante vorne noch. Ach, Leute! Das ist doch blöd, wenn man nicht mehr rauskommt. Was passiert, wenn ich das lösche? Wenn da, ach so, dann kurz. Dann ist es also quasi, komplett weg. Ja, gar kein Problem. Dann ziehen wir uns einfach nochmal an, holen uns nochmal ein Auto. Den ELW haben wir jetzt gesehen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da gerade jetzt irgendwie von der Straße abgekommen bin. Ich weiß nicht, das Auto ist irgendwie gefühlt so ein bisschen zu leicht gebaut oder so.
Ich bin dann ganz schnell irgendwie abgerutscht gerade und lag dann unten, also beziehungsweise neben der Straße. Dann passt mal auf, dann holen wir uns einfach mal wieder so ein schönes HLF, was wir halt immer brauchen, wo man auch alle Gerätefächer aufmachen kann. Dann haben wir wenigstens was richtig Schönes, Großes, was Passendes. Ja, wie sieht's denn aus? Achso. So. Ach, das hat gerade so ein bisschen gehangen oder so. Ich dachte gerade, das ist die Parkbremse, aber nee, jetzt geht's. Gut, wir haben einen Brand. Wir haben heute wieder sehr viel zu tun. Oh, wir haben sogar hier einen Rohrbruch. Einen Wasserrohrbruch. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was sehe ich da? Ein zerbrochenes Ehepaar. Nee, also ich meine die beiden Röhre hier. Die Röhre. Die Rohre meine ich natürlich. Das strömt die gerade richtig. Was mache ich denn da jetzt? Ach Gott. Ach du Scheiße. Was mache ich denn da jetzt? Ich brauche einen Klempner. Oder muss ich einfach hier dran drehen? Wasser abdrehen. Leute, ihr braucht nicht mehr herkommen. Ich mache den Einsatz alleine. Ich brauche keine Unterstützung. Guck mal. Ich bin hier gelernter Rohrarbeiter, ne? Der hat was drauf, ne? So. Erster Einsatz abgeschlossen. Ich glaube, das wäre hier definitiv zum Hochwasser gekommen. Ich konnte aber Schlimmeres verhindern, Leute. Also, gar keine Panik jetzt hier. Feuerwehr kann wieder abrücken. Hallo? Ich hab's heute irgendwie mit meinen Autos. Das hat gar keine Lust gerade irgendwie. Ich hab einen Brandeinsatz. Jetzt lass mich doch nicht in den Stich hier. Sieb doch mal Stoff, ich muss los. So, ich bin doch in Drive. Warum fährt er denn jetzt nicht? Und los. Was? Hallo? So? Jetzt! Hä? Was auch immer das jetzt war. Keine Ahnung. Ich konnte mich gerade bewegen. Was ist denn das, Alter? Hallo, ich möchte los. Ich habe einen Einsatz. Das klingt halt richtig komisch gerade, aber... Ich komme hier nicht weg. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu bunt hier. Es wird mir viel zu rot. Liegt bestimmt an der grellen Farbe vom HLF. Was ist das denn? Wieso kann ich nicht mehr fahren? Was ist denn da los? Es ging einfach nicht mehr. Helm auf, Klamotten an. Und dann spawnen wir uns einfach ganz schnell ein neues Auto. Ist gar nicht so verkehrt, dass ich das gerade mache. Dann können wir uns nämlich mal wieder so ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Und können uns unterschiedliche Autos einfach spawnen. Ich finde auch das Kev mega cool. Das haben sie auch schön gemacht. Das ist halt so ein kleiner Transporter, der einfach alles drin hat. Ist auch kein genormtes Auto. Ich habe hier in meinem Fall so viele Sachen drin. Also kilometerlange Schläuche zum Beispiel. Eine Tragkraftspritze, ein Halligentool, eine Verkehrsunfallkiste und so weiter. Also alles so, was man halt so braucht. Das ist so ein kleines, kompaktes HLF. Also schon so ein Multikulti-Auto. Von der Feuerwehr Überlingen. Ich fahre einfach mal den Kameraden hinterher. Die müssen ja hier irgendwo hinten hinfahren. Ich glaube, hinter mir war auch noch einer, oder? Nee. Doch, der fährt gerade los, wie es sich das anhört. Ach, hier steht ein Moped. Hier, ach, ja, guck mal, der steht mitten auf der Straße. Ich glaube, den müssen wir mal, das müssen wir mal wegfahren da. Das ist ganz schön gefährlich. So, also die Feuerwehr ist vor Ort. Ach, guck mal, die Polizei kommt schon, ja. Ich glaube, die kümmern sich jetzt darum. Ach, die haben auch einen Einsatz. Das sind die Handschellen abgebildet. Sie haben jetzt auch ein bisschen was zu tun hier. Also ich glaube, die Kollegen, die werden sich auch nicht mehr einig. Jetzt fahren sie ineinander rein. Ich weiß ja nicht, was die machen wollen für ein Auto. Was da rauskommt später.
Ich guck mir den Einsatz einfach mal an. Vielleicht ist die Feuerwehr auch irgendwie vonnöten. Vielleicht werden wir gebraucht. Kann ja sein. Oh. Ich denke mal nicht, ne? Das sieht so ein bisschen aus nach einer Verkehrskontrolle oder so. Komm, wir gucken mal. Wir sind einfach mal so neugierig. Wir sind ja sowieso Praktikant. Wir sind ja sowieso eigentlich noch Nichtskönner. Also. So. Ah, guck mal. Neuer Rang. Ja, geil. Feuerwehrmann. Ja, mega nice. Ich bin Feuerwehrmann. Also, Leute, Platz da hier. Feuerwehrmann kommt. Ich habe ein bisschen was zu sagen jetzt hier. Erfahrungspunkte. 15 Stück haben wir bekommen. Das ist ja fett. Achso, ich habe die Schatten ausgestellt. Was sind das jetzt hier? Ich glaube, der kann sich nicht in Worten fassen. Der muss hier mit Rauten agieren. Wir können die Schatten wieder anmachen. Das sieht viel besser aus. Guck mal. Ich hätte die einfach mal ausgemacht vom Video zum Probieren. Oh je, Leute, was ist denn hier passiert? So. Ich werde sie nun verwarnen. Oh, 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 oh. Oh, 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 die Polizei, ja, die macht ihre Arbeit. Ich werde einfach mal flüchten. Ich habe hier nichts zu suchen. Tschüssi. Nee, jetzt mal wirklich, lass die einfach arbeiten. Die machen schon ihre Aufgabe, so wie sie das gelernt haben in der Schule, in der Polizeischule, in Überlingen. Das sind schon nette Kollegen, Kameraden, die wir haben hier von der Polizei. Also wirklich, ne? Mit denen kann man sich gut unterhalten. Die haben immer wieder mal ein kleines Späßchen, die sowieso keiner versteht. Aber trotzdem, das sind halt, ja, ganz normale Menschen wie wir von der Feuerwehr. Was meint ihr? War das gerade Mafia? Sah so aus, ne? So ein, naja, ich sag mal, so ein illegales Auto, was die da vielleicht gekapert haben. Oder was auch immer. Oh! Was? Ach du Scheiße! Oh! Was soll ich dazu noch sagen? Unbekannter Heli auf dem Hausdach. TLF liegt auf der Seite. Es wird geschossen. Es wird gerade geschossen. Das darf nicht wahr sein. Ich bin jetzt hier am Einsatzort und es wird einfach mal geschossen. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich, wenn in Roblox geschossen wird. Es ist einfach nicht so meins, ne? Also ich bin öfters schon einfach in Gefahrenzonen reingefahren, wurde einfach abgeknallt, obwohl ich helfen wollte. Was ist hier los? Ich bin von der Presse, nicht wundern, Leute hier, ne? Also ich, naja, gut, ich muss einfach mal das ein bisschen festhalten, alles hier, was hier so passiert. Deshalb auch gerade oben die blaue Zahl, die euch eingeblendet wird. Denn ich bin ja auch, abgesehen mal davon, kein Praktikant mehr. Ich bin Feuerwehrmann. Bist mein Favorit-YouTuber. Ach Gott. Du bist ja niedlich. Dankeschön, Mensch. Oh Mann. Das ist immer das Problem. Ich müsste mal meinen Namen ändern in Roblox. Weil jedes Mal rennen mir auch die Leute daher. Also ich will euch doch gar nicht irgendwie stören. Ihr sollt einfach spielen, Leute. Ich will doch einfach. Ich nehme einfach was alles auf, was mir Spaß macht. Was einfach cool ist hier. Mit euch zusammen. Ich will euch irgendwie gar nicht nerven oder so. Ich will euren Spielspaß jetzt auch nicht irgendwie beschädigen oder was auch immer. Achtung, weg da. Es wird geschossen. Sorry, Dude. Also, sicherer geht's ja wohl nicht. Wir sind jetzt schon bei der Polizei gelandet. Also, die knallen sich auch gegenseitig ab hier. Das sollen sie auch ruhig machen. Also, ich werde jetzt auch gar nichts sagen, um Himmels Willen. Das müssen die doch selber für sich wissen hier. Wie sie was machen oder wie sie mit den Leuten umgehen oder was auch immer. Lasst ihr da auch mal so ein bisschen Spaß haben. Meine Güte. So. Wir haben den nächsten Einsatz. Also nach Feuerwehrunfall, TLF auf Seite, haben wir jetzt... Das sieht immer aus wie so eine Bratwurst von Weitem, oder? Oh! Das ist ein Feuer! Ach du... Oh Gott. Damit hätte ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Wir haben ein schönes Feu-Feu. Ist die Feuerwehr denn alarmiert? Nee, ne? Na, warte mal. Die werden wir gleich mal raushören. Ach, man sieht ja sogar sein Handy. Das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwie so gesehen, beziehungsweise darauf geachtet. Das ist natürlich auch nice, ne? Wenn man das so sehen kann.
Ich alarmiere mal, naja, weil es einfach sicherer ist, einfach mal ein paar Kollegen nach. Ja, weil ich bin hier mit dem Kev unterwegs. Ja gut, ist jetzt nicht gerade das Beste. Ich kann aber auf jeden Fall schon mal die Leitkegel rausholen. Also absperren können wir auf jeden Fall machen. Absperrung ist da. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nichts machen kann. Also ich würde jetzt einfach hier komplett die Straße absperren. Weil das doch schon recht brenzlig wird hier, denke ich mal. So, da haben wir wenigstens erstmal so ein bisschen die Verkehrslage beruhigt. Haben wir schon mal hier was gekonnt. So, mit Aufmachen zwecks Türen oder so ist beim Kev, glaube ich, nicht angesagt, ne? Nö. So, ich guck mal, wir können unsere USP rausholen, unsere Kollegen ein bisschen ärgern, möchte ich aber nicht. AID können wir rausholen, um vielleicht mal zu gucken, wie der menschliche Körper funktioniert. Einfach mal so einen gesunden Menschen AID verpassen. Nee, das machen wir natürlich nicht. Ein Strahl hätte ich auch parat, aber ich würde dann schon irgendwie gern warten auf dem HLF oder so, wisst ihr? Vielleicht kommt ja doch noch irgendwann eins hierher oder ein TLF oder was auch immer. Auf dem Platz beim Busbahnhof ist ein Heli-Treff. Die sind da gerade am Stissel. Also eigentlich sind heute richtig viele Helikopter unterwegs hier. Auf Bodensee RP hatte ich das Gefühl. Das war schon vorm Video so und das ist jetzt auch im Video so. Ach, guck mal, die Straßenmeisterei, ne? Baustellenhelfer. Ha! Da war ich auch mal. Jetzt bin ich Feuerwehrmann. Naja, ich bin hier schon gute Ränge gestiegen. Pol vor Ort, Straßenmeisterei, beziehungsweise der Bauhof. Feuerwehr ist da mit dem Kev. Und ich glaube sogar, die Kollegen sind gleich da. Also ich erhöhe gleich den Kleinbrand zur Großbrand, denn hier brennt gleich die Hütte. Also ein paar mehr Hütten sogar, weil der das Feuer ist genau in der Baustelle hier entstanden. Und hier sind so fuck viele Häuser, Leute. Jetzt sputet euch doch mal. Wo sind denn meine Kollegen? Wo sind die denn? Ich höre sie doch schon. Die müssen doch schon längst auf Anfahrt sein. Pass auf, gleich sieht man sie, wie sie angebrettert kommen. Pass mal auf. Da, ja. Da braucht jemand Hilfe. Der Pilot ist abgestürzt. Also der kommt hier schon mit Sonderrecht. Das ist schon mal gegeben. Ich will jetzt hier nicht den Brand löschen. Das sieht halt so komisch aus, wenn ich nicht mal die Tür vom Kev aufmachen kann. Und ich da einfach so ein Strahlrohr raushole aus dem Nichts. Ach so, gut. Das hat sich dann anscheinend auch geklärt. Das geht einfach von alleine aus. Na, das ist ja öde. Och Mann. Ich dachte, ich kann jetzt meine Kollegen noch herholen. Ja, was soll ich sagen? Also ihr habt viel zu lange gebraucht, Kollegen. Fand ich jetzt nicht gerade so nett, ne? Bis die mal aus den Potten kommen, da vergehen ja Jahre. Das ist auch so ein heißes Pflaster generell hier. Also hier passieren so viele Einsätze. Wie oft das hier brennt an der Baustelle, bei diesem Baukran. Das ist einfach nur heftig. Aber ist halt auch mega gefährlich, ne? So mitten in der Stadt so. Hier sind so viele Bewohner, ne? Naja, das ist halt so ein großes Wohnviertel hier in Überlingen. Auf Bodensee AP. Na gut, vielleicht muss die Polizei öfters mal Streife fahren. Die sind ja heute zahlreich unterwegs. Und Achtung! Nächster Brand! PKW-Brand! Kev mit Sonderrechte auf dem Weg! Den Rest kann hier die Straßenmeisterei machen, der Bauhof. Die können das wieder freigeben, die Straße. Müssen sich sowieso erstmal darum kümmern, ne? Wie dieses Feuer entstanden ist. Brennender PKW, es brennt PKW, ne? Das brennt auch ordentlich hier schon wieder. Der nächste Brand. So, ich muss das auch wieder festhalten, Leute, also sorry dafür, ne? Ich bin halt, wie gesagt, von der Presse. Ich muss halt so ein bisschen alles notieren, aufschreiben und so weiter. Die Kollegen alarmieren, das ist immer so meine Aufgabe, die ich habe. So, 112, Notruf, Feuerwehr. Koordinaten wurden geschickt, die Feuerwehr ist vor Ort. Der Rest kommt auch. Guck mal, die kommen sogar mit Drehleiter zum Verkehrsunfall, zum brennenden PKW. Halef rückt auch gerade nach. Das ist schön, der hat auch Probleme. Der kommt auch nicht richtig voran, so wie es aussieht.
Ja, guck mal, da sind die Kollegen. Jawohl, mit der Drehleiter. Und das Harley kommt auch hinterher, ne? Ich hatte gesehen. Ja, guck mal, das Pferd. Mega, mega cool. Ja, nice. Ja, guck mal. Jetzt ist hier wirklich endlich mal Action angesagt. Jetzt ist hier richtig zappeduster. Das ist sogar der Hauptbrandmeister. Mal ein bisschen Abstand halten hier, ne? Das, nicht, dass der uns hier als Hauptbrandmeister noch große Brände legt. Nee, Quatsch. Also der ist wirklich vom Rang her ein bisschen höher als ich. Der spielt anscheinend schon eine Weile, habe ich das Gefühl. So, also in der Regel regelt die Feuerwehr, ne? Diese Brände. Wie schnell das einfach alles klappt hier, wie schnell die jetzt vor Ort waren. Das ging ja noch schneller als gerade beim brennenden Holzstapel. Da war ich ja als erstes vor Ort und das war's dann. Ja, wie es aussieht, ist das Feuer gleich aus. Brand ist gleich unter Kontrolle. So, die schöne Drehleiter. Gut, nächster Einsatz. Abgeschlossen, also ich bin heute fix in alle. Ich warte am besten jetzt einfach auf den Bus. Ich habe keinen Bock mehr zurückzufahren, ehrlich. Ich warte einfach mal auf den nächsten Dienst, liebe Freunde. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat von Roblox, lasst mir es gerne wissen. Drückt einen fetten Daumen nach oben. Kommentiert gerne unter dem Video. Und vielleicht sehen wir uns bald auch hier auf Bodensee RP wieder in Roblox. Ja, macht's gut, liebe Zuschauer. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.